Liebe Freunde, ja, es gibt Coronavirus und ja, man soll es nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ich sage mal, 80% von meinem Freundeskreis arbeitet in der Medizin als Arzt, Krankenschwester, Arzthelferinnen und. Liebe Leute, Herz auf, literweise Desinfektionsmittel zum Kaffen oder irgendwelche Mundschutzmasken, weil es sowieso so gut wie nichts bringt. Ja, es ist nicht verkehrt, wenn man es hat, aber es bringt relativ wenig. Was bringt, wascht euch einfach die Hände, dert euch Fingernägel schneiden, schaut ein bisschen auf eure Körperhygiene, dert euch eine Haare zusammenbinden, keine Ahnung, am Bart waschen. Bei mir geht das relativ schnell, ich habe nicht viel. Und alles ist gut. Händewaschen bringt um einiges mehr, als wir desinfizieren. Und ihr kauft den ganzen Mädels und Jungs, die das in der Klinik wirklich brauchen, das Zeug vor der Nase weg. In die Krankenhäuser haben sie keine Atemschutzmasken mehr. Die kosten mittlerweile über 8 Euro pro Stück. Das ist ein absoluter Scheiß. Die können sich selber nicht mehr schützen. Und das sind die das Zeug wirklich brauchen. Bitteschön, Herz auf, das Zeug zum Kaufen. Es nutzt euch nichts, weil dieser Virus kleiner ist als wie dieser Filter in der Maske drin. Lasst es denen im Krankenhaus, die brauchen das 1000-mal mehr wie wir heraus. Wascht euch lieber öfters, ihr alten Saubären, und alles ist viel, viel einfacher. Der hat auch ein Handy sauber machen, alle 2-3 Tage, und wenn es fort wird, Bratzen waschen. Und alles wird gut. Und sollte irgendjemand Angst haben, dass er das hat, Anzeichen ist nicht, wenn irgendeiner einen Schnupfen hat, sondern wenn du Fieber kriegst, einen trockenen Husten hast oder einen ganzen Tag jammert hier bist, dann solltest du schauen, ob du vielleicht das Oettinger, das Coronavirus hast und vorher nicht. Entspannt euch da ein bisschen. Das ist nicht Pest oder Cholera, das ist einfach nur eine stinknormale Erkältung. Und wenn du pumper gesund bist und du nicht gerade seit 18 Wochen an einer Lungenentzündung leidest, dann fällt dir auch nichts. Der Typ, der die erste Corona-Infizierung gehabt hat, ist wieder gesund. Den haben sie 2 Wochen eingespart, so ungefähr, und dem fällt nichts. Der hat gesagt, er war lediglich ein bisschen müde. Und das Schlimmste daran war, dass er nirgends hingehen hat dürfen. In diesem Sinne, entspannt euch da bitte schon einmal ein bisschen. Und an alle Journalisten, fahrt doch einmal diese Panikmache runter. Bitteschön. Es ist alles halb so gut. Wir sind ein Hysteriestaat momentan. Du, wenn man keine Schlagzeilen nicht hat, dann, ich weiß, ihr verdient euer Geld damit und ich weiß, ihr müsst Schlagzeilen bringen, damit ihr wahrscheinlich in eurem Job aufsteigt oder sonst irgendwas. Aber lass doch die Kirche mal im Dorf, bitte. Es ist doch wurscht, ob es wegen die Asylanten ist, wegen am Coronavirus, wegen völlig egal. Bitte, alles easy peasy. Man kann es auch übertreiben. Sturm Sabine, bestes Beispiel. Bei mir ist der Aschenbecher umgefallen auf der Terrasse. Ja, mehr war es nicht. Natürlich hat es Regionen gegeben, wo es ein paar Baum umgehauen hat, aber bitte. Es war kein Jahrhundertsturm. Fahrt ein bisschen runter. Es ist alles easy. Bitte, okay? Das war total schön. Dann leben wir alle ruhiger. Und ja. Und wegen dem Hamster kaufen, kauft nicht so viel Hamster. Die Viecher kennen da nichts dafür. In diesem Sinne, entspannt euch ein bisschen, okay? Das war sehr, sehr schön. Und lasst die ganzen Mädels und Jungs in der Medizin einer Zeit, weil die brauchen das 1000-mal mehr als wir, okay? Bratzen waschen und alles ist gut. In diesem Sinne, haut euch rein, ich trinke jetzt ein Schnapsal. Wegen dem Virus. In diesem Sinne, haut euch rein, habe die Ehre.